Hallo Welt. Hallo. Hallo. Willkommen zum ersten Stream von Forschungsstrom. Wir strömen Wissenschaft. Und heute experimentieren wir einfach mal, wie es geht. Ich freue mich. Super. Genau. Guten Ja, wie ihr da Abend. gerade gehört habt, das ist die Claudia. Hallo Claudia. Genau. Wir machen dann Vorstellungsrunde, oder? Wir Würde ich sagen. Genau. Der Mann da links, komme ich da mit dem Finger ganz hin, ist Henning Krause. Moin. Genau, was macht der so? Ich mach Wissenschaftskommunikation und beschäftige mich mit zwei Kita-Kindern hauptsächlich. Das ist so mein Ding. Vollzeitjob. Ja, genau. Und dann haben wir noch Lambert. Hallo Lambert. Ja, hi. Ich bin Lambert. Ich ströme hier aus Hannover heraus, wo ich arbeite am Open Science Lab von der TIB. Genau. Und aber das ist jetzt gerade nicht an der TIB, sondern das ist bei mir zu Hause. Das wäre außerhalb der üblichen Dienstzeiten so. Und Claudia, von wo strömst du denn und was machst du denn so sonst? Ich bin Bibliothekarin im Forschungszentrum Jülich, zuständig für Open Access, Open Science. Und ich ströme natürlich aus meinem Wohnzimmer mit meinen Alpakas. Nein. Also aus meiner Bibliothek, wie man sieht, oder? Ich finde, der Hast Hintergrund. du, darf ich mal fragen, sind deine Bücher, haben die alle so Signaturen und hast du die alle katalogisiert und kannst da irgendwie, hast du so eine App für, um die wiederzufinden? Wie ist das? Nee, leider nicht. Also ich mach Amazon-Lagerhaltung bei mir. Also Was bedeutet das? einfach rein, chaotische Lagerhaltung und dann rausziehen, was man gerade so will. Also ich finde Und selten das, was ich du weißt, möchte. wo alles steht. Aber ich bin total beruhigt zu hören, dass ich nicht der einzige Mensch im Bibliothekswesen bin, der das so macht. Das Einzige, woran man uns erkennt im Alltag, ist eigentlich, dass wir immer so machen zu Leuten und einen Dutt haben oder so. Ja. Stimmt. Ach, verdammt. Und meine Haare sind auf. Dein Dutt kannst du uns nachher zeigen, Lambert. Aber was ist das mit den Alpakas, Claudia? Das ist irgendwie so ein Ding bei dir, ne? Das habe ich bei dir schon auf Twitter gesehen. Was ist damit? Alpakas sind das Symbol oder das Logo von Jugendhakt. Jugendhakt, diese Organisation, das Programm, das Jugendliche beim Programmieren fördert. Und weil ich Jugendhakt so gerne mag und Alpakas einfach mega süße Tiere sind, habe ich auch Alpakas. Also ein kleines Regenbogen-Alpaka mit dem Namen Alpaka und ein lilanes Alpaka mit dem Namen Lila-Alpaka. Du warst auch da neulich aktiv, habe ich irgendwie auf Insta gesehen. Was war denn da los eigentlich? Wir hatten ein Jugendhakt-Wochenende im Forschungszentrum Jülich. Und zwar ein Event speziell für Mädchen. Das war super. Also die durften mal komplett machen, was sie wollten. Sägen, bohren, schrauben, programmieren. Was man so im Forschungszentrum macht. Ja, das stimmt. Ihr habt denen auch den Supercomputer gezeigt, glaube ich, ne? Ja. Ja, Eine kleine Tour. habe ich auf Instagram gesehen. Ja, coole Sache, dass du dich da engagierst. Super, super Sache. Ich möchte noch kurz beisteuern, dass hier im Chat, ich meine, ihr seht es ja auch, muss ich euch eigentlich gar nicht erzählen, jemand gefragt hatte, das ist, glaube ich, eine Frage, an Claudia gerichtet ist, nicht nach DDC sortiert. Also, Claudia, ich glaube, du musst es ein bisschen erklären jetzt nochmal. Ich wollte nur mal so das Fass aufmachen, dass es da diese lustigen Ja, Sachen. Erklär mir das doch DDC. mal. Ich weiß nicht, was DDC ist. Erklär mir Du das doch weißt nicht, mal. was die DDC ist. DDC ist die Dewey Decimal Classification. Und Dewey war eben ein Bibliothekar, der diese Klassifikation entwickelt hat, nach der man Bücher sortiert. Das sind so ganz lange Zahlen. Und die werfe ich gerne mal so durchs Internet. Also so, heute ist mir irgendwie 4.17.2 und dann muss man halt nachgucken, ob es jetzt für Frühlingsgefühle steht oder schlechtes Wetter. Also Bibliothekars-Jokes sind Slang. das. Ja. Ja, okay. Okay. Gut. So. Was machen wir hier eigentlich? Wir Claudia, du bist schuld. Also ich meine, Ja. 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 Ich habe nur gefragt und ihr habt ja gesagt. Also seid ihr schon ein bisschen selber schuld. Ja. Wir haben uns getroffen auf dem Chaos Communication Kongress zwischen Weihnachten und Silvester in Leipzig und haben
da irgendwie sind wir übereinander, haben uns da getroffen und dann meintest du, Claudia, lass doch mal Twitch machen. Und Lambert und ich so, was? Genau. Ja, und das war eigentlich der Ausgangspunkt, nicht? Also zu überlegen, also wir machen sonst immer was ins Internet hinein, was irgendwie mit Wissenschaft, Kommunikation so zu tun hat. Und die Idee hat uns total spontan angesprochen, eben weil das irgendwie überhaupt nochmal ein neues Phänomen jetzt gerade auch ist mit dem ganzen Twitch, ne? Naja, neues Phänomen. Für Lambert und für mich neu. Ja, okay, gut. Das ja, akzeptiert. Gemessen an das, ne? Ich meine, also Claudia, okay, das kann man offenlegen. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Leute auf der Plattform sehen das zwangsläufig, dass du auf der Plattform sowieso schon unterwegs warst, ne? Ja. Kann man mal so sagen. Ja. Und ihr zwei, das ist eure Twitch-Premiere. Ja, ist das irgendwie, gibt es da so ein Ritual, was man da irgendwie machen muss? Einmal um die Kamera tanzen oder ich weiß nicht was, Handstand? Keine Ahnung, vielleicht so eine Haarsträhne abschneiden und verbrennen oder so, ich bin mir nicht sicher. Ich kenne auch die ganzen kulturellen Codes, die es hier gibt, leider gar nicht. Also es ist jetzt keine Arroganz oder so, sondern es ist einfach... Vielen Dank fürs Folgen, Mr. Capture. Und ich sehe gerade, dass das Overlay über unser Logo noch nicht ganz perfekt ist. Apropos, bedeutet das eigentlich, dass wir jetzt gerade 17 Leute im Strom haben? Okay, interessant. Ja, willkommen, 17 Menschen. Live dabei, Strom. Während Henning und Lambert Twitch kennenlernen, ja. Genau. Und nicht verstehen, was sie eigentlich tun. Also hätten wir vielleicht den Stream doch besser betreutes Twitchen nennen sollen. Betreutes Twitchen? Hatten wir ja überlegt, aber da wir ja auch über Wissenschaft reden wollen, sind wir ja dann letztendlich bei Forschungsstrom gelandet, wo ja auch das Streaming schon so ein bisschen drin ist, aber auch die Wissenschaft. Ja, und Strom, Elektrizität und alles. Ja, genau, genau. Und wir haben also sagenhaft uns Gedanken gemacht, in Wirklichkeit kaum, nicht nennenswert. Aber es ist tatsächlich so, das kann man ja mal offenlegen. Ja. Das ist ja voll Transparenz hier oder so, denke ich mal, full disclosure. Dass wir alle uns zumindest die Hausaufgabe gemacht haben, dass jeder von uns dreien sich überlegt hat, eine Sache, die wir heute in diesem legendären Probelauf mal erwähnen können oder so, oder? Ja. Genau. Genau, und zwar ein bisschen was über Wissenschaft zu erzählen, nicht wahr? Ja, genau. Also wir haben quasi, jeder von uns hat irgendwas mitgebracht, was sie uns in den letzten Wochen, also wahrscheinlich schon anderthalb Monate beschäftigt hat. Und jeder möchte das einfach mal vorstellen, was so los war. Und ihr dürft natürlich aber auch noch Themen nennen oder Vorschläge machen fürs nächste Mal, worüber wir reden sollen. Genau, ihr findet uns übrigens auch auf Twitter, da könnt ihr uns natürlich nämlich auch einfach schreiben, wenn ihr irgendwelche Themen habt und wir sind gerade nicht live. Von daher habt ihr quasi immer die Möglichkeit, Themen abzuladen. Ich mache auch noch in der Infobox da unten, das wollte ich schon immer mal machen, wie diese YouTube-Stars. Da unten... Ja, das ist toll. Da unten werde ich euch noch Infos verlinken zu unserem Twitter-Kanal. Das könnte so ein Signature-Move werden für den Forschungsstrom, oder? Dass wir alle so gleichzeitig so machen. Also, so, Henning, das ist so gut. Henning, du machst runter, so, genau. So, das kann man, ja, und wenn man das kann man üben, super. Ja, also da unten. So, läuft. Unglaublich. Ja. Wieso bin ich eigentlich in der Mitte? Ist das irgendwie Zufall, oder? War jetzt beim Testen auch so. Das, ja, gut, okay. Ich glaube, du bist einfach das ist Center. Das ja, Berlin liegt ja auch in der Mitte von Hannover und Jülich. Okay. Ich weiß nicht, mit welcher Map-Projection man arbeiten muss, damit das stimmt. Okay. Ja, Claudia gibt schon mal so ein bisschen was von dem wissenschaftlichen Hintergrund, den sie mitbringt, hier Preis irgendwie, habe ich das. Ja, mit Map-Projections, also bei mir im Flur hängen Landkarten. So. Verschiedener Natur, der Naturkatastrophen oder der Postleitzahlen. Hat das was mit Mathematik zu tun oder worum geht's da? Nö, das geht einfach nur bei den Umweltgefahren, geht's da drum, wo sind Vulkane auf der Erde, wo sind besonders viele Stürme, Hurricanes, wo sind die Gefahrenzonen auf der Welt. Total schöne Karte. Ich habe hier gerade nochmal wieder einen besonders schönen ZuschauerInnenbeitrag. Und zwar, ich verstehe das mit dem Nicht-Streamen nicht.
Ich glaube, es ist einfach, das gehört einfach dazu. Das ist einfach so Stream, also nicht Stream, das ist das, was markiert wird als hey, hey, ich bin ein Nicht-Streamer oder ich stream gerade nicht oder so, oder? So, ja. So ist es gemeint. Ne? Genau. Ja. Also wenn wir offline sind, aber wir gehen nochmal offline, weil ich glaube, oben drüber steht, wie ihr geht wieder offline. Genau, also die restliche ja. Zeit schon. Ja, nein, so ist das nicht gemeint mit dem Offline. Ich meine, wir kommen wieder sozusagen, also genau. Zurück nach Hause hierhin, ja. Ja. Kein 24/7, nein. Aber wir haben uns auch hier, wir haben uns aber jetzt schon gut eingerichtet. Wir hatten eben noch Einrichtungsprobleme. Ich hatte hier noch so ein Berg Papier in diesem Bereich. Ich habe den noch weggeräumt und dekorative Snacks da platziert. Ja, und ich hatte Probleme mit meinem Licht. Es sah nämlich am Anfang, kann ich euch mal gerade präsentieren, sah das nämlich irgendwie so aus bei mir. Da war das alles irgendwie komplett hier zu dunkel irgendwie. Und dann habe ich mir hier eine Lampe hingeholt und habe die hier so angemacht, aber dann war die viel zu hell. Und dann habe ich versucht, über die Lampe was drüber zu ziehen. Und dann habe ich mir erst hier so ein Papier genommen und habe das über die Lampe drüber gemacht. Dann war das aber doch viel zu dunkel. Und dann bin ich nochmal in die Küche gegangen und da habe ich etwas gefunden. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der wissenschaftliche Ansatz, was man da gut drüber ziehen kann, um die Lampe ein bisschen abzudunkeln. Und zwar war das ein Latex-Haushaltshandschuh. Und seitdem habe ich hier genau den richtigen... die richtige Grad von Beleuchtung. Also ich kann das nur empfehlen, wenn ihr zu hell euch angeleuchtet habt. Ja, dann gib mir mal einen rüber, bei mir ist auch noch zu hell. Brauchst du auch einen? Ja, warte mal, ich hab hier noch einen. So, hier, da kannst du nimm den mal, bitte. Da. Dankeschön. Okay. Sorry, der musste sein. Der musste sein, es tut mir leid. Ja. Das Wurmloch zwischen Berlin, zwischen Berlin und Jülich. Ja. Das meinst du, ich musste extra noch einen Latex-Handschuh finden? Ja, gleiche Farbe sogar. War das etwa vorbereitet? Ja, ich hätte diesen Witz, hätte ich nicht euch in der Pre-Show schon, oder sagt man hier auch Pre-Show? Bei dem Podcast sagt man Pre-Show. Hätte ich euch den nicht schon erzählen sollen, dann... Pre-Stream. Pre-Stream, Entschuldigung. Ja. Glaube ich, keine Ahnung. Das ist noch spontaner jetzt gekommen. Aber ja, das stimmt. Aber dann hätte ich nicht den Latex-Handschuh gehabt. Ich hätte auch keinen zweiten hier gehabt. Ja, siehst du, dann wäre das mit dem, der Move musste, wir hatten sehr viel Spaß im Pre-Stream. Ja. Ich meine, so. Wir haben jetzt 19 Zuschauerinnen und Zuschauer mittlerweile. Wir dürfen jetzt, glaube ich, die sozusagen diese Spannungsbrücke oder so nicht also in sich zusammenfallen lassen, bevor sie entstanden ist. Und jetzt haben wir eigentlich besprochen, wer anfängt mit Wissenschaft erklären? Nee. Überhaupt nicht, ne? Okay, das ist jetzt, ja, stimmt, schwierig. Wer fängt an? So, wer meldet sich freiwillig? Claudia, du weißt, wie man das hier macht. Vielleicht ist es ein bisschen. Bei Lambo kracht das Mikro immer wieder. Ja, er hat auch noch kein tolles Streaming-Headset, muss man sagen. Okay, ja, das ist vielleicht wirklich ein Problem ohne Headset, ne? Ja. Ohne so ein richtiges Headset. Ja. Wir üben noch. Dein Mikrofon, Claudia. Ich sehe bei dir gar nicht so ein Mikrofon, obwohl das ist so tief da unten. Nee, mein Mikrofon steht hier neben dem Bildschirm. Es ist riesig und das ist so ein Aufstellplömpel. Das steht weit weg und ich habe Freiheit. Dafür klingt es aber gut. Hervorragend, nicht wahr? Ja. Ja, das ist so ein Sonderangebot im Elektronikfachmarkt. Ja gut, aber okay, ich sehe gerade, dass das ja ein Kollege von dir im Chat gesagt hat. Ja, das ja. Ist ja noch unglaublicher, okay. Und das in der Tech, jetzt auch noch irgendwie, naja. Ach, okay. Das Witze auf Kosten des Namens meines Arbeitgebers. Einfach sagen, mach's besser. Mach's besser, genau. Ja. So, nein, wir fangen jetzt an mit Wissenschaft, oder? Und ich würde sagen, die Mitte fängt an. Das bin ich, ne? Ja, genau. So. Genau. Also, ich habe euch ein Thema mitgebracht. Und zwar geht es darum, und das ist insbesondere für Lambert und für mich interessant, denn Lambert und ich, wir sind ja im Gegensatz zu Claudia schon über 30. Und, oh, wie lieb von dir. Ja. Und da passiert ja dann irgendwann etwas, dass man sich körperlich verändert und insbesondere geht es auch um das Haupthaar, das dann irgendwann ja auch, oder das Sekundärhaar auch, was ja dann irgendwann ergraut.
Und das heißt, man kriegt, wenn man alt wird, kriegt man graue Haare, aber es ist ja auch, es gibt ja so den Satz von wegen so, ach, mach dir deswegen keine grauen Haare, was dann eher was zu tun hat so mit der Frage, habe ich gerade irgendwie eine Stressphase zum Beispiel? Und das war vorher so anekdotisch bekannt oder auch empirisch bekannt, dass Stress auch zu grauen Haaren führen kann. Es war allerdings noch nicht genau erforscht, wieso das genau passiert. Also was genau der Wirkmechanismus in den Haaren oder vielmehr auch in der Kopfhaut ist, der dann zu grauen Haaren führt. Und da hat aber die Wissenschaft jetzt was rausgefunden. Und das ist im Januar jetzt veröffentlicht worden, am 22. Januar in einem Nature Paper, also einem wissenschaftlichen Beitrag in der im Wissenschaftsmagazin Nature, wo halt wissenschaftliche Studien in sogenannten Papers veröffentlicht werden. Und da haben also eine ganze Menge Leute, insbesondere von der, jetzt muss ich hier mal runterscrollen, University of Harvard, also Harvard-Universität, ein ganzes Team hat da was veröffentlicht. Und ich habe versucht, das zu verstehen. Ich habe allerdings als Mensch, der eher so, ich sag mal, physikalisch naturwissenschaftlich in der Physik sozialisiert worden ist, habe ich immer ein bisschen so meine Schwierigkeiten, was diese Life Science Themen angeht, Genetik und so. Aber ich erkläre es euch jetzt mal so so gut, wie ich das verstanden habe. Es gibt also so, wo habe ich das hier? So, es gibt also ein die Haarfollikel, also man muss sich ja vorstellen, das Haar ist ja eigentlich ein bisschen was Totes, also größtenteils tot, und das sitzt so an der Haarwurzel in der Kopfhaut drin. Und die Farbstoffe, die also in den Haaren, in die Haare reinkommen, die werden also als Pigment in der Kopfhaut gebildet. Und da spricht man von den Melanozyten. Und diese bringen dann also die Pigmente, also die Farbstoffe, in die Haare rein. Die wandern in die Haare rein und so sind also immer neue Farbstoffe im Haar drin. Und wenn das alles so in Ordnung ist. Und das Haar behält seine Farbe. Und dazu braucht es, damit diese Melanozyte diese Pigmente da reinbringen können, bedarf es also gewisser Stammzellen. Also da sind wir in der Genetik. Und jetzt haben die Forscher halt herausgefunden, dadurch, dass sie zum Beispiel auch mal einen Mechanismus genetisch ausgeschaltet haben bei Mäusen, dass also, wenn diese Stammzellen, die um das Haar herum, um die Haarwurzel herum sind, nicht mehr da sind, was zum Beispiel bei Stress passieren kann, dass dann diese Melanozyten diese Pigmente da nicht mehr erzeugen und die Pigmente dann nicht mehr ins Haar reingehen können und das Haar dann sozusagen keine Farbstoffe mehr hat und dann automatisch ergraut. Und da haben sie jetzt halt Tests mit Mäusen, also Tierversuche gemacht, wo dann rauskam, wenn wir eine Gruppe von Mäusen halt stressen, dann sehen wir dort in diesen Mäusen signifikant mehr graue Haare im Fell als bei den Vergleichsmäusen, die wir nicht gestresst haben, oder bei anderen Mäusen, bei denen wir sozusagen diesen Stressfaktor genetisch komplett ausgeschaltet haben. Und ja, das ist sozusagen jetzt eine nette kleine Erkenntnis, so nach dem Motto, die Wissenschaft hat festgestellt, das, was wir uns eh schon immer alle gedacht hatten, aber jetzt erstens nachgewiesen und zweitens auch den Mechanismus dafür nachgewiesen. Wobei man ganz klar sagen muss, diese Forschung ist jetzt halt im Tierversuch sozusagen gemacht worden, also mit Mäusen. Und das Interessante ist ja immer, wenn man eine Wissenschaftsnachricht liest, dann denkt man immer, okay, Stress, wie werden die dann, die Überschriften lauten dann irgendwie, Stress führt wirklich zu grauen Haaren. Und wir das lesen, beziehen das insbesondere auf uns selbst. Und ich beziehe das hier auch ganz konkret auf mich selbst. Ah ja, ja, ich sehe es. Ja. Alles nur stressinduzierte graue Haare. Der Punkt ist, die haben jetzt in dem Paper geschrieben, also sie hätten guten Anlass zu glauben, dass es auch auf den Menschen übertragbar sein könnte, aber de facto festgestellt haben sie es jetzt erstmal nur für Mäuse. Und das ist ja auch in der Wissenschaft so ein Klassiker, wenn du irgendwie so eine Schlagzeile hast, so die Wissenschaft hat festgestellt und dann irgendwas Genetisches oder Biologisches.
dass dann in der Unterzeile so ganz klein drunter steht, in Mais. Also, sozusagen graue Haare, Stress führt zu grauen Haaren. Bei Mäusen festgestellt und bei Menschen wissen wir es noch nicht so genau. Und das hier ist also auch ein Klassiker aus dieser Rubrik In Mais, wo ich euch jetzt zurufen will, also Stress führt zu grauen Haaren. Insofern, also lasst euch nicht so stressen, aber vielleicht ist es auch nur bei Mäusen. Ja, das ist total interessant. Also ich bin offensichtlich keine Maus, weil ich habe viel Stress, aber noch sehr wenig graues Haar. Das ist... Weil der Stress noch keine Zeit hatte, die Follikel da bei dir einzufärben, Claudia. Das kommt noch. Entschuldigung, aber ist so. Da ist das Alter schneller als der Stress. Wart ab. Aber ich überlege gerade, also ich finde es total spannend, aber wie würde man das jetzt versuchen, an Menschen nachzuweisen? Man kann ja nicht die Genetik von Menschen verändern. Würde man nach Menschen suchen, die so eine bestimmte Veränderung haben? Oder besonders wenig graue Haare? Oder... Ich weiß es nicht, aber es ist ja auch so, man kann halt diese Versuche so lebenden Objekt machen, also in der lebenden Maus. Man kann aber auch halt diese Tests an Gewebestücken vornehmen, die man entnommen hat. Wobei ich nicht weiß, wie gut dann Haare noch irgendwie wachsen und die Farbe behalten, wenn die nicht mehr durchblutet in der Haut sind. Ja. So, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber allein auf dieser Zellebene, denke ich, könnte man natürlich auch Untersuchungen an menschlichen Zellen machen. Spannend. Ich glaube übrigens, dass die Frage, wie du es formuliert hast, Claudia, dass das in Zukunft immer häufiger relevant werden könnte, nicht? Dass man sagt, okay, gucken wir mal, ob es Menschen gibt, die diese bestimmte genetische Veränderung haben, um bei denen dann genauer hinzugucken oder irgendeinen Vergleich zu machen oder sowas. Und das wirft dann wiederum Licht auf diese Frage, was das für privacy-mäßige Implikationen hat. Entschuldigung, es fällt mir dabei gleich ein. So, weil im Moment ist es immer so, ne, dass eigentlich das bedeutet, dass man sein komplettes sequenziertes Humangenom auf irgendeine Datenbank hochlädt und dann hofft, dass die Leute nur das machen, was sie einem versprechen, was sie damit sagen und nicht wieder irgendeinen Rückschluss machen auf mich als Individuum oder so. Und denn eigentlich ist es eine super interessante Frage und das wäre dann naheliegend, auf menschliche Genome zu gucken, oder? Oder ist das zu weit hergeholt? Ich glaube nicht, dass das zu weit hergeholt ist. Ich glaube, das ist das Ding. Und Aaron hat auch gerade so schön geschrieben, wenn man es jetzt weiß, wo es bei den Mäusen liegt, dann weiß man jetzt besser, wo man bei Menschen suchen muss. Und ich glaube, das ist dann das, dann guckt man, vielleicht findet man Menschen, wo genau das so ist. Aber natürlich hast du dann das Problem, dass du ganz viele Genombausätze von Menschen hast. Ah, da hast du auch das Paper gepostet, super. Ja, genau, wobei ich jetzt gerade schon wieder ein schlechtes Gewissen bekommen habe, wenn ich mit euch zwei Open Science AktivistInnen hier zusammen streame, ist es eigentlich wahrscheinlich ein Unding, wenn ich hier ein Closed Access Paper jetzt hier vorgestellt habe. Ist wahrscheinlich total böse, ne? Da seid ihr wahrscheinlich richtig böse auf mich. Ich habe aber trotzdem mal in das Paper reingeguckt und es gibt da ja auch Mittel und Wege im Internet, das zu finden, was ich wirklich finden möchte. Ja. Also man kann zum Beispiel einfach einen netten Wissenschaftler, eine nette Wissenschaftlerin anschreiben und ganz nett fragen, ob sie kollegial einfach das Paper mit einem Menschen teilt, aus wissenschaftlichen Gründen. So habe ich das auch gemacht, ja. Genau. Ich habe in meinem Browser so ein Plugin, das nennt sich Unpaywall. Und jetzt habe ich den Link gerade natürlich aufgerufen. Und das Unpaywall-Plugin zeigt mir gleich ein graues Schlosssymbol. Das heißt, die Autoren selbst haben sich leider keine Mühe gegeben in diesem Fall, das legal für jedermann frei, zumindest eine gewisse Version zugänglich zu machen. Nicht? Und dann ist immer blöd. Aber oft ist das Symbol dann grün und dann weiß man, aha, ich habe das hier vor mir, ist eine Paywall, aber ein Klick und ich bin auf der legalen, freien Kopie so, ne? Kannst du mal den Link zur Unpaywall posten? Ah, ja, klar, ja, gute Idee, klar. Und ja. Noch eine Nachfrage, sozusagen die freie Kopie kann man erreichen, weil die wirklich für alle zugänglich ist oder weil du jetzt irgendwie oder Bibliothekszugang hast? Nee, also weil die tatsächlich frei zugänglich ist, genau. Also wenn okay, den Autor in ein Repositorium eingestellt hat, frei zugänglich oder eine Autorin, dann wird dieses Schloss grün. Und dann bist du auf der Seite beim Verlag und dann kannst du draufklicken und kriegst das frei verfügbare PDF. Und Nature ist auch so nett, eigentlich nach 6 Monaten dürfen die AutorInnen das machen. Also wenn die AutorInnen
wissen, was sie tun und Open Science freundlich sind, werden sie das hoffentlich in den nächsten Monaten noch tun. Großartig. Der Bernhard hat auch gerade noch einen Link reingeschickt. Bei ResearchGate kann man darum bitten. Ach ja, das ist auch nett. Bei den AutorInnen einfach nachfragen, ob sie es einem oder einer schicken. Ja, großartig. Genau, und an Paywall kann man sich einfach installieren. Das ist wirklich im Browser, das finde ich total praktisch, weil man hat es nur so einen kleinen Blob, wenn man auf der Verlagswebseite ist und dann sieht man sofort, ob man ihn kriegt oder nicht. Schön. Und die Trefferquote ist einfach immer wieder erstaunlich hoch. Viele Millionen Paper, bei denen das heutzutage schon funktioniert. Ja, krass. Cool. Ja, das war mein Thema. Cool. Okay. Interessant. So, ja, jetzt. Henning, du musst ansagen, wer als nächstes ist. Claudia. Ja, warte, da. Danke. Okay, ich switche jetzt mal die View, dann, weil ich muss euch was im Browser zeigen. Ich hoffe, das funktioniert und ihr seht uns alle noch, aber also bei mir sieht es gut aus und ich mach euch jetzt mal weg. Tschüss. So. Da müsstet ihr jetzt was sehen, und zwar das Falsche. So, das solltet ihr sehen. Ich möchte nämlich gerne über Raketen reden. Ich bin ja ein großer Fan von Weltraum und Raketen und solchen Sachen. Also ich bin keine Expertin, aber ich gucke mir das total gerne an. Und ich will das jetzt gar nicht so wissenschaftlich betrachten, sondern ich möchte euch gerne mal mitnehmen in meine Rabbit Holes, in meine Gedankengänge, die ich so habe, wenn ich was gucke. Und zwar war das hier der Start der Crew Dragon Launch Escape Systems. Also es wurde eine Rakete, eine Falcon, gestartet von SpaceX am 19. Januar. Und die haben getestet die Kapsel, in denen sich die Astronautinnen befinden und wie gut die sich absprengt, damit, wenn im Notfall beim Start was passiert, die AstronautInnen sicher landen können. Und ich mache mal kurz an. Within the context of this test, the views that you will see will allow us to validate the effectiveness of our launch escape system. And we're hoping for some very exciting views, but the whole point of the test today is the next step in our multi-year efforts to fly astronauts again from US soil. It's part of NASA's Commercial Crew Program. Ihr hört nichts? Partnership we have with SpaceX and Boeing. Du hast vielleicht das macht eigentlich aber auch nichts, weil es geht um das hier. Ich mache jetzt mal Stopp. Und das ist diese Kapsel, ne? Die seht ihr. Ja sehen wir. Und ja. In meinem Kopf fing es an mit der Frage, warum sieht das Ding eigentlich so aus? Also warum hat das diese Form? Also dass das oben spitz ist, finde ich ja relativ sinnvoll, ne? Also wenn man nach oben schießt, ist ja alles aerodynamisch wichtig. Aber warum ist das unten flach? Also das ist ja wirklich wie so eine, weiß ich nicht, Kuppel und unten relativ flach. Und wenn die ja runterkommt, dann muss ja das Hitzeschild stimmen. Und so weiter, weil er eine große Fläche hat. Und ich dachte mir so, warum macht man es vielleicht nicht anders? Die Frage, Spoiler Alert, kann ich nicht beantworten, weil bis dahin hat mein Gedankengang mich nie gebracht. Entschuldigung, kannst du noch mal kurz sagen, dass das Hitzeschild, ist das dann auch oben dieser Eiform? Nee, das ist hier unten. Seite? Genau, okay. Das ist dann hier unten. Also man wird so hochgeschossen und wenn dann Notfall eintritt oder später bei der Landung, fällt das runter mit dem hier unten voraus, soweit ich. Ja. So, und dann habe ich mir gedacht, warum sieht das so aus? Und jetzt nehme ich euch mal mit. Ihr seht da ganz viele Browser-Tabs. Weil ich fing an, ihr kennt das, oder? Man fängt an so... Ja. Ja, und dann habe ich erstmal durchgelesen, Dragon 2, das ist der Name für dieses Raumschiff. Und dann gibt es halt eine Version für Material, also wenn da irgendwie Satelliten hochgeschossen werden oder sonstige Sachen. Und es gibt eine Version eben für die Crew. Und es geht ja um die Kapsel für die Crew. Und die ist eben so wichtig, weil sie eben dieses Launch-Escape-System hat, also dass beim Start, wenn was passiert, diese Kapsel sich selber abtrennen kann und die Astronautinnen sicher wieder zurückbringt. Was ja wirklich wichtig ist, es gab ja schon Unfälle. Und dann ist mir aufgefallen, dass die auch früher schon so aussahen, so von der Form. Und dann, okay, jetzt wird's verrückt. Und dann habe ich gedacht, ich gucke das mal nach. Ich habe hier so ein Modell. Also, ja, was man so im Wohnzimmer hat. Also, ich habe hier so ein Modell.
bei mir im Wohnzimmer. Und hier seht ihr diese Kapsel. Und ihr seht, hier unten ist noch, also hier kommt noch viel mehr, ja? Ich mach das mal kurz vor. Und es geht um dieses Teilchen hier vorne. Und in dieser Version, das hier ist eine Saturn V mit, also die ist ja schon älter, also die gibt es so seit den 70ern und die hat hier vorne noch so eine Spitze drauf. Das ist das, worum, wie es jetzt aussieht, wie es auf der Rakete jetzt aussah. Und hier vorne hat die aber noch was Längeres. Und da habe ich mich eine ganz blöde Frage zwischendurch, Claudia, wenn ich unterbrechen darf. Was ist das eigentlich, was du gerade gezeigt hast, ein Modellbausatz, den du selbst zusammengebaut hast? Oder kann man sowas so komplett kaufen? Ich will ja keine Werbung machen, aber das ist Lego. Das ist Lego? Ja. Okay, da bin ich jetzt nicht drauf gekommen. Das ist krass. Dafür saß ich. Entschuldigung, kleiner Exkurs, ja. Kein Problem. Ich finde, wir sind ja hier dazu da, um zu quatschen. So, und das da oben drauf ist eine Antenne, damit die funken. Nee, genau das ist es nicht. Weil ich dachte auch so, was ist das? Und warum ist es da drauf und bei der neuen nicht? Dafür habe ich dann erstmal festgestellt, dass es diese alte Version, die mit dieser Spitze oben drauf, schon seit 1958 gibt. Also das ist eine richtig alte Sache. Und dann bin ich so bibliothekarisch mal zurückgegangen und habe gedacht so, wer hat das, also wenn das so alt ist, wie sah das denn früher aus? Und dann habe ich mir die Patentanmeldung rausgesucht im Archiv der NASA. Das mache ich übrigens in meiner Freizeit zum Spaß. Ja, nur kurz. Wieso bezahlen die dich nicht dafür? Ich weiß auch nicht. Und dann habe ich das hier gefunden und ihr seht, das ist jetzt ähnlicher zu dem, was ich auf der Rakete hatte, ne? Hier unten die AstronautInnen, diese Form und hier oben die Spitze. Mit dem Bild könnte man so einen Test machen. Sagen Sie mal, ob dieses Bild eine Illustration aus einem Roman von Jules Verne ist oder eine NASA-Patent. Ich fände das gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, soweit ich das hier erkennen kann. Naja, gut. Ja, doch, du hast recht. Das ist schon eine echt schöne Schemazeichnung. Die hat man damals ja noch schön mit der Hand und ja. Genau, also die Patentanmeldung von 61 und dann habe ich gelernt, dass das hier oben tatsächlich das Launch Escape System ist. Also das ist die Kapsel, das Raumschiff und hier oben sind die Raketen. Das heißt, wenn dieses Ding startet und dann abgebrochen werden muss, dann zündet hier oben die Rakete und zieht quasi die Kapsel nach oben weg. Also oben ist die Rakete und unten, also das hier ist die Rakete und hier unten, das wird weggezogen. Also dann wird das sozusagen unter dem Popo vom Astronauten wird dann da die Kupplung gelöst und dann geht's los. Ja. Na ja. Und das hat einen Nachteil, dass das damals so war, weil wenn man irgendwie Richtung Orbit kommt und die Grenze erreicht, dann muss das hier vorne abgesprengt werden. Dieser vordere Teil wird abgesprengt, damit das auch also weltraumtauglich ist alles. Und das bedeutet natürlich, dass für einen gewissen Endteil des Starts gar kein Escape der AstronautInnen mehr möglich ist. Also hat man diesen Teil mit der Rakete entfernt und die neue Dragon 2 hat hier unten die Düsen dran, so an der Seite. Das zeige ich mal. Also das ist die... Die Apollo-Version, ich mache nochmal größer, die Apollo-Version, da oben ist die Rakete drauf, hier sind hier sind die Menschen, hier ist das andere und das zieht dann nach vorne weg. Und bei der neuen ist es eben so, hier vorne ist nichts und hier hinten an der Seite, da diese Dinger hier, das sind die Raketen, die dann nach hinten den Treibstoff geben. Also das Ding wird nicht mehr nach vorne weggezogen, sondern von hinten angetrieben. Das ermöglicht auch eine Rettung der AstronautInnen noch ganz bis zum Schluss, bis man im Orbit ist. Cool. Toll, oder? Ja. Ja, aber ich weiß immer noch nicht, warum es so eine konische Form hat und unten flach ist. Du meinst jetzt vorne an der Spitze, warum es da so... Nee, warum es unten flach ist. Weil ich mir denke, wenn ich doch lande, dann habe ich da ja diese große Auffläche, die dann so Luftwiderstand gibt. Ja, aber ich glaube, du brauchst auch dieses, ich meine, das Schutzschild bei der Soyuz sieht, glaube ich, auch sehr ähnlich aus, ne? Also das ist
das Hitzeschutzschild bei der Soyuz-Kapsel ist auch so okay. Sehr stumpf. Welche Hintergründe das jetzt hat, kann ich jetzt so mir nicht irgendwie spontan erschließen. Ah, hier, doch, Max Schreck hat die Antwort. Ja. Du willst viel Widerstand, du willst ja bremsen beim Wiedereintritt. Ah, ja. Das heißt, man nutzt tatsächlich diese Fläche schon zum Bremsen. Okay, super. Ja, danke, Max Schreck. Also, ich bin, wie gesagt, gar nicht so weit gekommen, die Frage dann noch zu lösen, weil ich dann so fasziniert davon war, dass das früher eben obendrauf saß. Einer Plasmablase sein, sodass der, also du willst in einer Plasmablase sein, sodass der Rest des Raumschiffs nicht mit dem Plasma in Kontakt kommt. Mega. Echt? Ist das der Fachbegriff in dem Zusammenhang? Plasmablase? Ist das nicht so ein komischer, exotischer Aggregatzustand, Plasma? Ja, weil das halt scheiße heiß wird dann, ne? Ja, das glaube ich so. Die haben ja 27.000 Stundenkilometer haben die ja drauf, wenn die im Erdorbit sind. Und dann musst du halt in die Erdatmosphäre wieder eintauchen, musst dann gucken, dass du beim Wiedereintritt irgendwie das im richtigen Winkel machst, weil da teilweise sogar die Gefahr besteht, wenn du zu flach eintrittst, dass du dann an der Erdatmosphäre abprallst und wie ein Stein auf dem Wasser wieder nach oben wegfliegst, was blöd ist, wenn du eigentlich landen wolltest. Und deswegen musst du das alles im richtigen Winkel machen und dann, genau, musst du die Geschwindigkeit abbauen bis auf wenige 100 Stundenkilometer von 27.000 runter und dabei gibt es viel Luftwiderstand, viel Reibung und das wird ganz schön heiß und da entsteht dann sogar dieses Plasma. Aha. Ja. Siehste? Ja, spannend. Ja, so, jetzt wisst ihr mal, was ich so mache, wenn ich zu viel nachdenke. Ich habe noch mal eine Frage, Claudia. Ja, klar. Hast du gehört, dass nächstes Jahr die NASA in den USA neue AstronautInnen suchen wird? Nein, noch nicht tatsächlich. Ja, ich kann dir nur empfehlen, dich jetzt möglichst schnell um eine US-Staatsbürgerschaft zu kümmern, denn das ist eine der mehreren Voraussetzungen, die man also haben muss, mitbringen muss, um dort also NASA-Astronaut zu werden. Herrje. Aber gibt's, dann kannst du dich bewerben. Gibt es da nicht eine Altersgrenze? Das weiß ich gar nicht. Eine Untergrenze meinst du? Oder? Okay. Nee, aber ich, ja, das ist komisch eigentlich, oder? Dass man loyaler Amerikaner sein soll, im Weltall was zu machen. Aber die werden. Ja. Ist nur konsequent. Vielleicht suchen ESA und DLR ja auch aktuell, heißt es da im Chat. Also ich glaube, die haben 2008, 2009 zuletzt gesucht und die sind alle noch relativ jung, die Astronautenklasse, die da gefunden worden ist. Und ich fürchte, das dauert noch ein bisschen. Verdammt, schade. Ja, und ein anderer Zuschauer sagt, wie ist das mit Brille? Korrekt, aber ich glaube, bei solchen Berufen es ist überaus üblich inzwischen, sich dann die Augen lasern zu lassen. Ne? Also ob man da Lust dazu hat oder nicht, aber das müssen die Leute dann eingehen. Ja. Das geringe Risiko, was damit noch verbunden ist. Naja, ich glaube, es scheitert jetzt eher an der Staatsbürgerschaft als an... Ja, ist klar, nee. Ja, verdammt. Aber falls jemand von euch die amerikanische Staatsbürgerschaft hat und ins Weltall möchte... Nächstes Jahr ist die Ausschreibung, habe ich gehört. Sehr cool, okay. Ja, Raumfahrt, sehr gut. Gerne immer Raumfahrt hier, finde ich super. Cool. Super. Ich dachte, du zeigst uns jetzt noch das Video, wo das Ding abgesprengt wird. Ja, aber genau, das können wir noch machen. Doch, das können wir noch machen. Ich hatte mir auch gemerkt, genau an welcher Stelle wir, das muss hier irgendwo roundabout, also wir können natürlich auch erst den Start gucken, ne? Also ist immer gut. 2, 1. Ja, aber gerne. Ignition, lift off, simplify, aim high, take off and go Dragon. Ja. Vehicle is pitching down range. Cool. Was für eine Geschwindigkeit, schon so schnell. Ich finde das einfach Wahnsinn. Unwirklich. Ja. Und dann ist, glaube ich, ungefähr... Hier. Jetzt geht's gleich ab. Genau, normalerweise will man irgendwie keine Explosionen sehen beim Start, aber das hier war halt ein Test, der explizit dazu gedacht war, diese Explosion im oberen Teil der Rakete gewollt herbeizuführen, um genau das zu testen, dass das klappt mit dem Abtrennen. Ja, und da hat man auch schon
Ja, es, also es ist sehr klein. Habt ihr auch dieses Video gesehen von SpaceX, wo dieses, Entschuldigung, jetzt war gerade... Mach weiter. Aber dieses Video, wo die Landemission gezeigt wird, wo sozusagen auf dem Strahl dieser Düse sozusagen das Ding, also sozusagen senkrecht landet. Ja, ich war unglaublich geflasht. Also das, das ist krass einfach, oder? Das, das sah nach Science Fiction aus, im hohen Maße. Also. Ja, und dann auch noch irgendwie drei synchron und auf einem Flugzeugträger. Denkst du dir so? Ja, das ist echt wirklich. Ja. Ich dachte so, hey, ja, klar, was machen die da für eine Show? Aber wahrscheinlich total sinnvoll und genau so muss man es machen oder so. Oder irgendein Fortschritt, der dann wohl mal fällig war. Okay. Ja, Aaron hat das als GIF gespeichert, schick das doch mal. Mensch, als GIF. Okay, das ist die endgültige Adelung, oder? Wenn das irgendwie da ein GIF von gibt. Ja, wir möchten Capture die Uhr von dem GIF, bitte. Genau, und Mr. Capture schreibt gerade im Chat, es gibt einen schönen Raumzeit-Podcast dazu. Ja. Das kann ich auch empfehlen. Also auf der Webseite raum-podcast.de oder in der Podcast-App eurer Wahl einfach mal nach Raumzeit suchen und abonnieren. Genau. Da gibt es zu SpaceX eine schöne aktuelle Folge, aber auch viele andere tolle Aufbereitungen in Audioform, was Raumfahrtthemen angeht. Ja, klasse. Und das leuchtet auch nochmal so ein bisschen die Geschichte von SpaceX. Ich habe es nicht ganz gehört, aber so in Teilen, und ich fand das schon sehr, sehr tolle Empfehlung. So. Super. Klasse. So, Lambert, ich fürchte, jetzt bist du dran, oder warst du fertig, Claudia? Ja, ich war fertig. Ich mach so, du musst auch so machen, Henning. Dann geht's an so. Danke. Okay, schön. Ja, dann ich bin so verwirrt, weil ich gerade merke, dass im Discord, in dem wir diese Videoaufzeichnung machen, die Reihenfolge der Screens anders ist als bei Twitch. Und deswegen, ja, gut, okay, das kann man ja nicht sehen. Kommen wir also zu einem ganz anderen Thema. Es ist, als wenn wir es abgesprochen hätten, aber Ehrenwort haben wir nicht. Nee. Nach einem Naturwissenschaftsthema und einem Technikthema kommt jetzt ein, ich würde sagen, geistes- oder kulturwissenschaftliches Thema. Also wir haben breitestmögliche Diversity heute hier in den Themen. Und da wäre meine Frage, haben wir die YouTube-URL? Kann ich die mal eben schicken? Schick die einfach in den Chat rein für alle und ich ziehe es rüber. Genau, Autonomie für die ZuschauerInnen. Dann könnt ihr nämlich selber gucken, ohne hier auf mich angewiesen zu sein. Das ist viel besser. Eine Sekunde mal. Ups, das Ding aufrufen. Kann sich nur noch um Sekunden handeln. Ja, ich hatte ja den Vorteil, ich hatte bei mir die Tabs einfach schon offen, weil ich hatte ja auch die Suche genauso gemacht. Und ich war eben so nervös, als ich mein Thema vorstellen musste, dass ich gar nicht dran gedacht habe, euch direkt am Anfang schon die Paper-URL reinzupasten. Aber es wäre wahrscheinlich auch netter gewesen, das gleich am Anfang mitzugeben. Sorry. Ja, ich hätte auch natürlich noch das Video reinposten können, den Link. Aber wir bessern uns noch. Ne? Wobei Tab schon offen haben, könnte so eine stehende Redewendung, oder? Hier, ich habe den Tab schon offen. Hier ist jetzt, oh Mensch, da kommt gerade das Landing-GIF. Ich klicke erst auf das Landing-GIF. Ja, ich mach genau dasselbe. Och, ja. Oh, das. Ich meine, das ist doch eine Liebe zum Detail, das kann man ja nicht anders sagen. Ja. Ne? Okay. Also, großartig. Vielen Dank für das GIF, lieber Aaron. Echt mal danke. Oh, irgendjemand hat den Stream. Das war bestimmt ich. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Es ist aber weg. Ja. Okay. Was ist weg? Also der Nachhall ist weg. Oh. Okay. Gut. Ja. Also dann nehme ich jetzt mal den YouTube-Link, den ich bekommen habe. Danke, ja. Und ohne lange Vorrede, dass wir uns so die ersten 3-4 Minuten ungefähr dieses kleinen Vortragsvideos gemeinsam angucken. Ich gebe ein Signal, wenn wir abbrechen können. Nicht das Ganze natürlich. Okay. Lambert, kurze Frage, Lambert. Ja, müssen wir den Ton auch hören?
Ja, das wäre eigentlich ganz wichtig, den Weil Ton ich, dabei zu dann machen. müsst ihr euch mal kurz selber muten und im Stream selber einfach mithören. Okay, so machen wir es. So machen wir das. Okay, gut. Dann mache ich für euch Zuschauer, die jetzt alle anderen sind gemutet, denke ich, hoffe ich. Ja, sieht gut aus. Dann mache ich mal Play und wir gucken einfach mal die ersten 3 Minuten. Hello, thanks for coming to see my talk. I'm going to talk about disempowerment fantasies. And as already mentioned, there's this myth that video games. Quiet, please. Still the introduction, but still. There's the myth that video games are intended as power fantasies and nothing beyond that. We as game developers probably know that this isn't the whole deal, but there's still that cliche. Based on that, I wrote my bachelor's thesis on taking power away from the player as a means to creating better video games. First, a little bit about me. My name is Valentina Tamer. I'm a game designer, narrative designer, writer, and artist, and I've worked on these three commercial games so far. My first one was The Night of the Rabbit by Daedalic Entertainment, which is a point-and-click adventure. I was an additional writer there. Afterwards, I was at Silent Dreams Entertainment in Mülheim and worked on Dead Age as a concept 2D and 3D artist. And right now, I'm still working on Daedalic Entertainment's The Pillars of the Earth, which is a video game adaptation of Ken Follett's medieval bestseller. And there, I'm working as the assistant creative lead, game designer, and writer. Regarding education, I've got my degree in Düsseldorf and I studied game design. So let's start off with the definition of disempowerment and what I mean with that. I will talk about disempowerment in a playful context, which is important. A playful context, as it is defined by Johann Huizinga in his book Homo Ludens. Disempowerment in a playful context would be a voluntary restriction of power, temporarily limited, safe, playful, and for the sake of entertainment or another psychological advantage. So what it's not is being stripped of power against your will. It's voluntarily entering a situation where you will feel powerless, either all the time or temporarily. Why would we even care about that? Why would we care about powerlessness in video games? Who would want to feel powerless in a video game? You don't feel to play, you don't play to feel like shit, right? So why should we even think about that? To avoid it better? No. I will look at why this severely limits our understanding of video games as a medium, both from a player point of view and as a developer. And that using disempowerment in a video game can actually create much better games. There are creative possibilities linked to mechanisms of disempowerment. At first I will talk a little bit more about how disempowerment works, go through a few mechanisms, how you can actively create disempowerment in your video game, and then later I will go through some theories as to why a player would be interested in having that in... So, okay, dann habe ich mal uns wieder laut geschaltet. Ihr dürft euch natürlich auch wieder unmuten. Ja, danke. Ja. Ja. Das ist ja interessant. Ich bin schon jetzt ganz interessiert. Dann erzähl mal.
Ja, okay, danke dir. Hört man mich? Ja, okay, Audio ist wieder richtig. Okay, also vielleicht um die Spannung, wie es jetzt weitergehen würde, ein bisschen rauszunehmen im weiteren Verlauf des Vortrags. Klassifiziert die Val so ein bisschen, was für Arten von Machtlosigkeit in Spielen es eigentlich gibt. Und ganz zum Schluss kommt sie nochmal darauf, warum das eigentlich attraktiv ist, ja, und zwar unter verschiedenen Perspektiven. Ich meine, das ist vor allem man würde wahrscheinlich vor allem sagen, medientheoretische Reflexion, aber es hat auch spieltheoretische, psychologische Aspekte. All das berührt sie kurz. Sie verweist ganz viel auf Literatur, auf den Diskurs in der Spieleindustrie oder unter den Spieledesignern, den Spieleforschern, Forscherinnen. Das ist also ziemlich interessant. Also mir war schon längere Zeit kein Vortrag mehr vorgekommen, der so reichhaltig über ein sehr breites, multidisziplinäres Register verfügt von Literatur, auf die man verweist und Ansätze und Zusammenhänge, die man herstellt. Das fand ich ziemlich faszinierend. Die andere Sache, die hier natürlich auffällt, ist Folgendes. Das ist jetzt mal eine Spieledesignerin oder moderner würde man sagen, eine Narrativdesignerin, sie bezeichnet sich auch selbst so, die aus der Industrie kommt, an mehreren Projekten beteiligt war, das hatten wir jetzt in den ersten paar Minuten auch schon gesehen, die aber ich sag mal, theoretischen Hintergrund, dass sie das Zeug studiert hat, die hat in den USA und Deutschland studiert und ihre Bachelor-Thesis über das Thema dieses Vortrags geschrieben oder sowas. Und das ist halt eine enorm, ja, kraftvolle und interessante Kombination, denke ich, ne? Ich meine, wir hören gerade über YouTube oder so viele Vorträge, nicht nur aus der Spieleindustrie, sondern aus der IT-Welt, aus der Online-Welt insgesamt, die von Leuten aus der Industrie kommen. Nur leider ist es halt allzu oft, da werdet ihr sicherlich alle wissen, was ich damit meine, dass es dann doch mehr oder weniger eine Werbung ist für ein neues Produkt oder einen neuen Dienst oder von mir aus, das würde ich auch noch gelten lassen, so dass so Leute dafür plädieren, dass man den Markt für irgendwas liberalisieren muss, was dann letztendlich nur auf einem anderen Level Werbung für was diese Online-Giganten halt immer machen. Während dies hier ist doch ganz auffällig anders. Ja, das ist wirklich eine raffinierte Reflexion daraus, ja, was Computerspiele ausmacht, was ein bestimmter Aspekt ist, den man im landläufigen Denken, im weniger reflektierten Denken über Computerspiele vielleicht zu wenig berücksichtigt. Und das mal genau auseinandergezwirbelt. Was ist diese Machtlosigkeit, die man freiwillig eingeht in Spielen? Was für ein Potenzial hat das? Was für Varianten gibt es da oder so? Und das find ich also schon enorm. Als jemand, das gleich dazu auch gesagt, nochmal abschließend vielleicht, dass als jemand, der davon außen drauf guckt. Denn ehrlich gesagt, ich habe mit Game Design und Spieleforschung überhaupt nichts am Hut sonst. Und ich bin noch nicht mal ganz ausgeprägt, super krasser, vielseitiger Computerspieler. Also hier und da mal, aber echt nicht so der Freak oder so in der Hinsicht, ja. Aber ich Aber dachte mir hier auch in diesem. wie bist du dann drauf gekommen? Ja. Sehr gute Frage, Henning. Ja, das ist interessant. Also ich dachte mir natürlich irgendwo, ich hatte es im Kopf kleben. Das Ding ist, habt ihr gesehen, fast 2 Jahre alt, ja. Aber ich hatte es im Kopf kleben und wollte es hier jetzt mal kurz besprechen, weil wir uns hier halt in dem Zuhause des Gamings und des sich beim Gaming zugucken lassens bewegen. Ne? Was läge da näher als das? Aber tatsächlich ist es so, dass mir das komplett jenseits meiner Arbeitsthemen, meines Arbeitszusammenhangs über den Weg gelaufen ist. Also wie Henning und Claudia ist es ja Teil meines Jobs, viele Sachen im Blick zu behalten, zu verfolgen, einzuschätzen, Zusammenhänge vielleicht auch selber mal hier und daher zu oder so. Aber in diesem Fall, das war jetzt ein Impuls, der von einem Freund kam, der sehr tief in dem Spielethema drin ist und der mir in einem Messenger mal den Link geschickt hat. Hier, guck mal, das ist interessant. Und fand ich dann spontan auch, das ist wirklich sehr interessant. Und ja, ich würde sagen, der Trick von mir hat geklappt. Ich habe nämlich gleich schon, während das Video anfing, im Chat, jetzt habe ich schon wieder ein paar Minuten nicht reingeguckt, aber ich habe im Chat gesehen, dass hier ein Zuschauer meinte, ha, die kennt das so und so Spiel nicht. Und dann Dark Souls, sie hat noch kein Dark Souls gespielt. Cool. Ne? Also das ist jetzt eine Zielgruppe, die man richtig gut anfangen kann. Und ja.
Genau. Ja, aber dann würde ich jetzt wirklich mal fragen, also du sagst, du bist nicht so der große Gamer, aber was für Games spielst du denn und gibt es da welche, die dann mit Machtlosigkeit spielen? Ja, okay, gut. Also es gibt zum Beispiel weil das an Komplexität natürlich weit hinter dem zurück, also so, was mir als erstes einfiel, war sowas wie Resident Evil oder ja, also Leute wie ich, die die 90er Jahre noch bewusst erlebt haben, die werden das kennen. Und das ist ja eines der Spiele, die seitdem so ein bisschen an Popularität wenig eingebüßt haben. Und das ist also in der Klassifizierung von der Welltamer, wäre das so ein, wie würde sie das nennen, ein Horror, ich weiß nicht, wie die Wortkombination war. Naja, also auf jeden Fall, das ist natürlich, also so eine Sache kenne ich kaum, total oberflächlich. Was ich so spiele, sind so super oberflächliche, einfache Handyspiele wie Mini-Metro. Müsst ihr spielen. Herrlich, herrlich. Gib falsch hier. Mini-Metro. Ich kenne das nicht mal. Aber Aaron kennt es. Mini-Metro, ja. Das ist herrlich, das ist herrlich. Ich werde darauf jetzt nicht okay eingehen, weil ich hier meine Zeit los. Aber es ist ein wunderschönes Spiel, aber es ist natürlich sehr, sehr begrenzt. So, und dann, wenn man darüber nachdenkt, über Resident Evil und dann Mini-Metro oder so, und dann nochmal wieder das Konzept von Welthammer, kann man sich natürlich schon fragen, also wie definiert man es genau? Was ist die Grenze von Machtlosigkeit? Natürlich kann ich bei Mini-Metro, wenn es darum geht, für eine Großstadt mit begrenzten Ressourcen einen im Echtzeitbetrieb, währenddessen einer sehr reduzierten Ästhetik, ein Subway-Netz aufzubauen, kann ich natürlich auch sagen, kann ich argumentieren, ich bin da insofern machtlos, weil die Besucherströme, wie viele Leute meine U-Bahn benutzen, das habe ich nicht in der Hand. Aber ist das noch in dem Konzept drin? Weiß ich nicht. Bin ich mir gerade überhaupt nicht sicher. Aber okay, insofern, das ist so die Art. Ja, weil ich kann da so, also ich spiele furchtbar gerne so Escape Games oder so Rätselspiele, so wo man Rätsel lösen muss, um sich zu befreien oder an irgendwas ranzukommen, und man schließt sich natürlich schon irgendwie so ein bisschen selber ein, so, also in ja. dem Spiel, aber da gibt's ja noch ganz andere Ebenen, so das klar. Ich glaube, ich muss den Vortrag noch mal ganz hören. Oh, hier im Chat sind die richtig alten Leute unterwegs. Leisure Larry habe ich auch noch gespielt. Hätte ich wahrscheinlich noch gar nicht spielen dürfen damals. Ja, genau. Das ging so los mit Police Quest 1, Space Quest und was es da gab. Das waren so die Zeiten, in denen ich Englisch gelernt habe. Ja, also ich kann auch Englisch, konnte ich schon am besten allein durch Computerspiele. Ja? C64 zu Hause, das ging halt alles nur auf Englisch. Da konnte man, das Wichtigste konnte man schon. Genau, ja. Ja, freut mich, dass es euch gefallen hat. Und ich bin natürlich weiterhin an Überlegungen zu interessiert. Wenn ihr es euch ganz angeguckt habt oder so, finde ich eine spannende Geschichte. Ja. Und ich hoffe natürlich, dass die Welthammer weitermacht, dass sie nicht sozusagen von der Industrie da ganz aufgesaugt wird, sondern dass sie diese Seite, dass sie da solche Reflexionen uns als Öffentlichkeit anbietet, dass sie das weitermacht, weil das ist echt nicht so oft diese Art Sache. Ich finde es bemerkenswert. Ja. Ja, schön. Und guck mal, also nicht abgesprochen, und wir haben wirklich drei völlig unterschiedliche Themen. Voll spannend. Ja, schön. Ich will jetzt aber nicht in Zukunft, wenn wir das wiederholen, so Humanity-Themen abonnieren. So soll ich. Wir müssen mal mischen dann, ne? Ja, aber ich fand es jetzt toll, also vor allem, wir hatten drei unterschiedliche Themen und jeweils drei, die nichts mit unserer Profession zu tun haben. Nee, voll. Ja, stimmt, voll. Also, jeder da voll daneben, aber super. Okay. Achso, ja, das wäre auch noch eine passende Gelegenheit, nochmal zu erwähnen, dass wir sehr freuen auf Feedback von Zuschauenden, weil die, also jetzt nicht nur so unmittelbar zu dem, was wir gemacht haben, sondern vielleicht auch noch so Ideen, ne? Also was man ansonsten nochmal machen könnte bei einer Gelegenheit. Ich kann auch mal, also wir haben zum einen Twitter, ne? Und wir haben noch was total altmodisches. Wir haben E-Mail. Was? Ja, genau. Das ist so eine Art Brief. Ach, so eine Art Chat. Genau, nur in nicht so sehr interaktiv. Also man kann nicht, da hüpfen keine Pünktchen, während der andere schreibt. Aber man kann sich so GIFs schicken und so.
Genau, das geht, das geht. Links okay, zu GIFs. Gut. Ich schick's mal rein. Also es gibt schon eine Domain, aber noch hatten wir keine Zeit, ein E-Mail, also hatte ich keine Zeit, ein E-Mail selber einzurichten. Deswegen erstmal eine gänzlich furchtbare Gmail-Adresse. Aber ich finde es ganz gut, weil dann könntet ihr nämlich tatsächlich da was hinschicken, wenn ihr kein Twitter habt und einfach was loswerden wollt. Genau, Twitter ist einfach der Handle Forschungsstrom, habe ich den Link auch reingepastet. Und genau. Ja. Und wir müssen jetzt noch einmal dieses Ding machen. Hier könnt ihr followen. Genau, Henning. In die richtige Richtung. Wo, da? Du musst runter. Runter, ach so, da. Runter. Aber ich weiß immer noch nicht, in welche Richtung ich zeigen muss. Ich muss doch, du machst das völlig richtig. Richtig, Lambert, ja. Okay, ja. Passt. Ja, also ich packe nämlich, wir haben da unten, gibt es so eine Info-Section, unten die Panels, ich werde da einfach noch ein bisschen Text reinpacken, nochmal die E-Mail-Adresse, den Link zu Twitter, damit ihr das habt, das mache ich heute, spätestens morgen mache ich das. Genau. So, und ich habe das so verstanden, dass wir das nochmal machen wollen, oder? Ja, ich habe gehört, wir machen das einmal im Monat. Großartig. Meine Güte, ja, Wahnsinn. Oh, ambitionierte Pläne. Wir hatten irgendwie den Donnerstag um 9, so gesagt, glaube ich, ne? Ja, genau. So, ich mache jetzt mal meinen Kalender auf. Sollen wir mal einen neuen Termin raussuchen? Genau, ich würde sagen, wenn ihr Lust habt. Also, ich habe meinen Kalender. Ja. Das ist doch gut. So. Also, wir brauchen eure Meinung hier, ne? Ich meine, auch passt euch den Zuschauenden, den 18, die durchgehalten haben bis hierhin, denn der Donnerstag überhaupt, ich hoffe, wir hoffen es mal, ne? Guck mal, die Donnerstage im März sehen bei mir echt super aus. Also ich kann nur am 12. nicht. Ansonsten... Warte mal, der 19. ist nicht so gut. Dann lass uns doch hier gleich, wie ist denn der 5.? Ja. Lambo. Was ist denn da komisches? Achso, ja, 5. sollte gut gehen. Prima, da siehst du mal. Großartig. Haben wir doch schon. Wunderbar. Guck mal, wisst ihr Bescheid? 5.3. 21 Uhr strömen wir wieder. Muss ich mir bis dahin wieder ein Wissenschaftsthema raussuchen. Ja, ach, mir fallen bestimmt wieder ein paar Dinge ein, in die ich mich verrenne. Und ich muss mir von der Technischen Informationsbibliothek Bernhard Mittermeier hier kritisch im Chat angemeldet, passendes Mikro hinstellen lassen, glaube ich. Ja, oder so ein Gaming-Headset, so mit so, oder, hier, ja, so wie oder. Henning. Also ich hab, das ist, glaube ich, so ein irgendwie 1499-Ding, was ich bei mir in der Kiste gefunden habe. Also das geht. Aber die Frage ist ja, mit welchem Endgerät macht man das? Und ich hatte jetzt den Tipp von Claudia bekommen, hier das auf dem Laptop zu machen. Und deswegen brauchte ich irgendwas, was in USB endet und nicht in Mikroklinke. Ja, genau. Ich glaube, mit dem USB ist auch schon mal so eine Sache. Ich habe so eine kleine Phobie davor, dass Sachen, die so einen großen Kopfhörer haben, einen schützen lassen oder sowas. Also ich habe ja einen extra Kopfhörer, der extra große Ohrmuscheln hat, weil ich habe große Ohren und ich mag es gar nicht, weil ich habe so einen Ohrring oben in der Ohrmuschel, wenn da was drauf drückt. Ganz, ganz furchtbar. Deswegen hatte ich große Ohrmuschel und es ist aus so Samtstoff ganz weich, ganz lose, damit ich auf gar keinen Fall drunter schwitze. Da bin ich so ein Pienchen. Krass. Ich sehe da ein Geschäftsmodell kommen, wenn wir das monetarisieren wollen. Hier können wir hier super Kopfhörer-Werbung einbauen und dann können wir uns von Thomann sponsern lassen und so. Das wird super. Ja. Ist das jetzt zu kommerziell, wenn ich dich den Link zu dem Modell, was du hast, hier in den Chat zu posten? Ich muss es erst mal raussuchen. Ich hätte es jetzt gar nicht. Okay. Ich schicke es dir einfach irgendwann. Ja, danke. Ja, genau. Irgendwann wie Prinzessin Leia aussehen. Genau das ist der Plan. Ja, Mr. Capture gesagt. Okay. Ja, gut. Gut, prima. Dann würde ich mal sagen, das hat mir echt Spaß gemacht. Ne? Ja. Voll gut. Und ihr wart so nette Zuschauer. Es waren so lustige, dahergewürfelte Kommentare, die oft man gut aufgreifen konnte und so. Vielen Dank. Schön. Gar keine Hater hier. Ich hatte schon ein bisschen Angst hier, aber... Ja, dafür habe ich euch jetzt zu Moderatoren gemacht. Wenn irgendjemand was Blödes sagt, könnt ihr die Chatnachricht löschen. Yes! Wie die Profis. Ja, aber das ist nicht so oft. Ja, das ist ja sehr kuschelig hier. Gefällt mir hier. Ich glaube, das... genau.
machen wir wieder am 5. März um 21 Uhr. Genau. Super, prima. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke an euch zwei, dass ihr mitgemacht habt und mitmacht. Danke dir, Claudia. Du bist die Auskennerin hier. Ja, genau. Lambo und ich, wir hängen uns einfach nur hinten dran und Claudia macht die ganze Arbeit. Das ist, so hatte ich mir das vorgestellt. Ist wie immer, die Frau macht die Technik. Ja, ne? Ja, genau, weil so die Männer so, es gibt, was sind das für kleine silbrige Dinge? Oh, es ist Geld. Bargeld, verrückt, okay. Na gut, nee, danke. Gut, ganz wir sehen uns am 5. März. Habt einen schönen Abend. Und bis bald. Danke. Tschüss. Bis bald. Tschüss.